Hallo und herzlich willkommen heute wieder zur Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute habe ich mir einen Replay rausgesucht, denn ehrlicherweise, da kommt gerade ein bisschen wenig. Dann muss ich mich halt selber ein bisschen umtreiben auf replayswobs.com. Und da habe ich mir was Schönes von der Shima Kase rausgesucht. Ja, und der Damage, der wird für sich sprechen. Ich sag nur, richtig dick. Und dann schauen wir mal, was da so passiert. So. Jetzt gehen wir in die Live-Action, denn hier haben wir jetzt was mit der Yugumo. Und er ist auch aufgegangen, hat also auch schon die ersten Hits in der Runde bekommen. So, jetzt wird ein bisschen gesmoked. Und hier muss er jetzt echt aufpassen, weil die Runde natürlich da ganz schnell zu Ende sein kann. Die Torps sind alle mal auf dem Weg Richtung Gegner. Und das sind bekanntermaßen ein paar, die da die Shima am Start hat. Und nicht nur, dass das ein paar sind. Nein, die machen auch noch verdammt viel Damage. Aber erstmal hat er jetzt hier wieder ein funktionstüchtiges Schiff. Alles wieder heil, alles wieder am Start. Die Torps scheinen aktuell niemanden zu treffen. Oh doch, kaum sage ich's. Und der nächste, zwei Treffer, 35.000 Schaden. Der Wassereinbruch, der ist direkt wieder gestoppt. Sonst würde oben noch was weiter ticken. Aber 35.000 Schaden, auch die muss man erstmal verkraften. Ist jetzt auch nicht so, was man gerade mal so einfach abschüttet. Maschinenboost deaktiviert. Friedrich der Große, großer Kurfürst, alle hier zu ihm in die Richtung kommend. Ich glaube, die wissen noch nicht ganz, was sie da ereilen könnte. So, jetzt ist er da entdeckt worden. Da muss er jetzt aufpassen. Wir sehen auch sofort hier die Schüsse in seine Richtung. Die Sekundären sind hier direkt fleißig am Ballern. Und natürlich muss er sich da jetzt irgendwie retten. Er hat weder Boost noch Smoke gerade. Aber schaut mal, was die Kurve ist da gleich ereilt. Guckt euch mal den Torpedo-Teppich an, der da liegt. So, jetzt ist er in die Border gefahren. Kurfürst dreht nochmal stark bei, um möglichst hier nicht zu viel Schaden zu bekommen. Da sitzt einer, aber den zweiten auch schon nicht mehr. Den Wassereinbruch auch sofort hier wieder gestoppt. Der Gegner, der treibt ihm jetzt hier so ein bisschen an der Kartenlinie entlang. Man sieht auch Friedrich der Große bleibt da ebenfalls. Jetzt hat er mal den Boost aktiviert. Und jetzt kann er sich vielleicht so in Position bringen, dass er seitlich da auf die Schiffe draufkommen kann. Das ist einfach so Wahnsinn. Da sind 15 Torpedos, die sich den Weg Richtung Gegner durchs Wasser treiben praktisch.
Ja, ich glaube, die kommen nicht so gut, wie er es gern hätte. Die gehen so ein bisschen hinterhalb weg. Schade drum. Denn jetzt hat er wieder noch immer eine Minute 10, in der er nichts machen kann. Aktuell bei 54.000 Damage, das ist jetzt nicht so satt. Jetzt kann ich ein bisschen gerade noch schießen. Hinterhalb der Insel sozusagen. Ah ja, dann zündet man ihn halt so an. Warum auch nicht? Wenn ich schon kein Damage bekomme, dann denkt er sich, dann baller ich halt drauf. Kann man mal machen. So, und jetzt treibt er der wiederum Friedrich der Große vor sich her. Was natürlich für das Schiff sehr unangenehm ist, dass er da die ganze Zeit aufgedeckt ist. Also er bekommt keine einzige Sekunde Verschnaufpause von dem Alert. Maschinenboost deaktiviert. Auch hier die nächsten Torpedos jetzt wieder unterwegs. Vielleicht kommen die jetzt mal ein bisschen besser. Und die schauen nicht ganz so verkehrt aus, muss man sagen. Die Conqueror, die wird sich da jetzt bestimmt gleich freuen. Die dreht auch jetzt schon hart bei. Hart auf Backbord natürlich. Auch da, leider gehen die daneben. Die Torpedos sind halt nicht die schnellsten. Und das ist wiederum der Nachteil. Also die müssen schon so vernichtender Schlag mit einem Torpedo. Ja, wenn das keine Detonation war, dann weiß ich aber nicht, was eine Detonation ist. Holla die Waldfee. Da wollte ich schon den Torpedo gerade rügen, gefühlt, beziehungsweise den langsamen Torpedo anzählen. Ja, und dann zeigt mir der, dass einfach ein einziger reichen kann. Bei 15 ist das ganz schön gravierend, muss man sagen. Heide Witzka. Der wird sich ein bisschen ärgern, schätze ich mal. Der hat sich gedacht so, geil, ich weich aus, ein einziger trifft, mein Gott, das geht schon klar. Aber, dass der am Ende dann so gescheppert hat, ui, ich glaube, das wollte er nicht. So, die Rhone kommt ihm hier gefährlichst nahe. Bei 5,9 geht er auf. 6,2 ist sie weg. Und da muss man echt aufpassen. Denn so eine Rhone, die tut einem gar nicht gut. Auch die Torps schauen wieder sehr gut aus. Mal schauen, ob die Kurfürst das gerade so ein bisschen auf dem Zettel hat oder er da auch ein bisschen profitieren kann. Rohn bleibt da weiterhin an ihm dran. Torps kommen jetzt da hinten jetzt an. Wir sehen es da jetzt am rechten Rand. Einer sitzt. Schade, nur einer. Also auch einer macht ja da schon immer gehörig Schaden. Aber so mal zwei, drei, die reinrumsen würden, die wären lustig.
jetzt will er seitlich vielleicht da mal ein bisschen was raushauen. Auf die Kurfürsten mal ein paar unterwegs. Und die Montana? Ja, ich weiß auch nicht, was die gerade so macht. Die steuert jetzt auch krass bei. Er muss wieder mal ein bisschen auf die Distanz aufpassen, aber da sollte es eigentlich kein Problem geben. Und jetzt hat er da hier seitlich auch da die Chance, mal ein paar anzubringen. Ja, die sind auch wieder ein bisschen kurz, aber mal schauen, da könnte noch was passieren. Ja, da sitzen drei Stück, genau so ein Hit braucht man. Damit ist er jetzt in Summe mal bei 200.000 Damage. Die Runde selber ist noch unfassbar knapp. Der Gegner hat aktuell zwei Caps und nur vier Schiffe verloren. Sein Team nur ein Cap und ein Schiff mehr. Also, da ist noch alles drin und das bei nur noch 7 Minuten Rest, also da ist wirklich kaum mehr Problem, da noch Damage zu machen. Die Montana, die fährt jetzt hier weg von ihm. Ist jetzt natürlich ein Nachteil, weil da kann er jetzt nicht wirklich mehr die Aale hinterher schicken. Macht er jetzt trotzdem. Aber das ist so, naja, ein bisschen Verzweiflung. Denn in dem Fall wird die Montana einfach da wegfahren, weil die Distanz schaffen die Torpedos einfach nicht hinzulegen. Keine Chance. Deswegen bleibt ihm jetzt hier gerade nichts anderes über, als den Spotter zu machen für sein Team. Oder vielleicht auch den C-Cap mal anzugehen. Das könnt ihr auf jeden Fall mal probieren. Schnell genug ist er, ja. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Er scheint nicht den C-Cap zu erobern, aber das liegt auch daran, weil da einfach die Kurfürst unterwegs ist. Klar, wenn er da jetzt reinfahren würde, wird er sich dazu sehen geben. Aber langsam aber sicher muss da noch was passieren, denn der Gegner wird jetzt mit seinen Tickets da noch gehörig davonziehen. Mittlerweile 7 Schiffe beim Gegner und nur noch 5 bei seinem Team. Also das ist ein bisschen ein Ungleichgewicht gerade. So, und jetzt haut er noch mal ein paar Torps raus, denkt sich, naja gut, wenn die Kurfürst da schon so ist, probieren wir es halt nochmal. Für meinen Geschmack aber ein bisschen weit weg. Oh, jetzt ist er offen. Jetzt ist er da tatsächlich entdeckt worden. Und natürlich sofort die Sekundären, die da losschießen. Und das ist jetzt natürlich auch für die Torps eigentlich nicht so von Vorteil, aber die kommen alle sehr gut. Kurfürst noch aktuell 83.000 Hitpoints. Die Torps sitzen perfekt. 3, 4 Stück im Ziel angebracht. Und das hat mal richtig was der Kurfürst gekostet. Aktuell nur noch 18.000 Hitpoints und da sind ja immer noch ein paar Torps, die kommen. Also vielleicht kann er es jetzt schon schaffen, hier der Kurfürst lebewohl zu sagen. Noch einer sitzt und noch einer. Wahnsinn.
Kurfürst Tschüssikowski hat mal er hier ganz alleine gemacht. Und jetzt sehen wir auch den Übeltäter, den er hier hatte an seinen Fersen und der für den Spot verantwortlich war. Hat aber der Kurfürst ja auch nichts gebracht. Und wir sehen, da oben hat er auch ein bisschen was getroffen. Also 288.000 Damage plötzlich schon auf seinem Konto. Allerdings immer noch drei Schiffe gegen... Oh, der Kurfürst seines Teams hat da Friedrich der Große rausgeschossen. Also 3 gegen 4. Und er holt sich hier den C-Cap. Zumindest ist er da gerade drin. Vielleicht kommt aber die Yugomo und will da noch verteidigen. Schickt auf jeden Fall da auch mal ein paar Tops in die Richtung, um da vielleicht nochmal Hallo zu sagen. Den Cap scheint er jetzt zu erobern. Ja, den Cap haben sie. Leider hier keinen gegnerischen Zerstörer, der mit seiner Torps da wegmachen könnte. Ist schon Wahnsinn. Hat 288.000 Schaden und hat aktuell erst 2 Kills. Fleißig ist er, nur effizient gefühlt noch nicht so wirklich. So, und jetzt kommt da die Minotaur noch auf ihn auf. Gefahren praktisch. 6 Kilometer, 5,9 und er ist offen. Jetzt rettet er sich aber gerade noch so hinter die Insel. Sehr wichtiger Move. So, jetzt muss er sich nur überlegen, wie er hier davonkommt. Da schlagen hinter ihm die Schüsse ein. Die Yugomo ist da direkt an ihm dran. Und da kommen jetzt die Schüsse. Ganz, ganz, ganz unangenehme Situation, in der er sich da jetzt befindet. Und aus, sehr schön. Die Minotaur mit einem Torpedo da klar gemacht. Damit ist er jetzt bei 307.000 Damage. Und jetzt ist er alleine gegen die letzten beiden. Yugomo und, was haben wir noch am Start? Die Montana. Aber durch den Move liegt sein Team jetzt wieder in Führung. Die Yugomo versucht jetzt hier alles, um ihn rauszuschießen, aber man darf jetzt auch nicht ganz die Geschütze von der Shima unterschätzen. Nur weil es geile Tops hat, kann man aber auch Schaden machen und das merkt die Yugomo gerade und jetzt ist es ein One-on-One. Jetzt muss er nur noch weg, jetzt muss er nur noch abhauen. Dann hat er hier die Runde geschafft. So, jetzt kamen hier noch ein paar Schüsse angeflogen, Gott sei Dank vor ihm ins Wasser gegangen. Aber wir sehen, jetzt ist das Spiel komplett gedreht, 316.398 Schaden. Die letzten Sekunden brechen an und sein Team liegt da jetzt komfortabelst in Führung. Dank ihm und dank dem letzten Finale, dem großen Finale, kann man es nicht anders sagen. Und ja, ich kann euch sagen, das war's. Mehr wird nicht passieren. Er nebelt sich jetzt nochmal ein und haut jetzt ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde, es war eine sehr geile Runde. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.